Und weiter geht's. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon X hier bei Dercho TV. Wie ihr sehen könnt, ich befinde mich gerade in der Arena von Reliviera City. Reliviera City. Und wir haben es mit Gestein-Pokémon zu tun. Müssen dafür aber auch ein bisschen klettern. Und klettern tun im Übrigen auch unsere Pokémon, und zwar nämlich die Levelleiter hinauf. Ampizell schon Level 30, Ganoville in der vergangenen Folge jetzt 3 Level aufgestiegen. Es könnte sich heute also noch ein bisschen weiter entwickeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hoffe jetzt nicht, dass wir hier schon gleich beim Arena-Leiter sind. Ja, sieht mal, wie groß die Arena ist. Es ist halt mitten in einem Berg drinnen, ne? Da merkst du mich oder nicht? Klettern und Pokémon-Kämpfe sind Denksport. Alles eine Frage der Logik. Ist schon wahr. Ist schon wahr. Ja, so ein bisschen, ne? Kalle hat da recht. Oh, direkt Rihorn. Ja, das kann was werden. Eventuell kann das was werden, aber Ganoville könnte auch drauf gehen. Ne? So, erstmal sinkt der Angriff von Rihorn. Also, ich sag's ja. Bedroher sei Dank. Das kann... Oh, jetzt geht noch die Genauigkeit runter. Ah, gleich wird's Zeit für einen Trank. Aber hier geht die Initiative runter. Mann, Mann, Mann. Kommt jetzt aber ein Volltreffer. Ja, die Genauigkeit geht nochmal runter. Das Käse nochmal. Ah, komm, ich setze einen Trank ein. Ne, das ist ein Aufwecker. Hatten wir ja beim letzten Mal. Da setzen wir einen Supertrank ein. Gibt ja direkt 60 KP. Ne, 50 KP waren das, ne? Oh, KP sind voll. Und zack, abgewehrt. Ja, noch mal eine Lebensschelle. Das Rihorn ist ja Level 21. Oh, meine Güte, das gibt's doch nicht. So ein bisschen fehlt noch. Aber trotzdem, komm. Trainer sind ja hier nicht so und setzen Tränke ein. Kennt man ja nicht, nein. 310 XP. Ist jetzt nicht gerade viel. Was geht, nas gnet? Ja. Ich glaube, da geht die gleiche Chose auch. Sieht nicht gut aus. Direkt schneller. Aber Beulenhelm. Genauso viel. Ah, zieht nicht so viel ab, ne? Schitte. Aber wir haben es nur noch 4-mal, ne? Ich weiß, dass ich noch ein AP Plus habe. Also das heißt gleich nochmal... Ich gucke gleich auch nochmal nach, ob ich irgendwie eine Beere dafür habe oder was anderes. Um es aufzufüllen. Mann. Habe ich nicht sogar noch Zertrümmerer bekommen? Kann ich nicht eigentlich noch Zertrümmerer beibringen, ne? Weiß ich nicht, ob ich es tun soll. Ja, dann mache ich eine andere Attacke, weil nur noch ein übrig. Gewissheit, komm. Jawohl. Hätte wahrscheinlich auch mehr abgezogen, ich weiß es nicht. Vor 337 XP. So, Onix macht aber dann Ampizell. Weil Ganoville nun, was Angriffspunkte angeht, ein bisschen ausgelaugt ist. Aber Ampizell regelt. So. Aquawelle. Geht ganz schnell. Aqua. Und down. So. Auch gut XP. Warum auch nicht? So. Jetzt muss ich mal ganz kurz mal gucken. Habe ich nicht irgendwie was? Ich weiß, dass ich AP... Ja, hier AP Plus habe ich, ne? Komm. Das war's. Lehmschelle, ne? Ja. Ich eine dumme Idee. Ach, Äther habe ich. Guck mal. Lehmschelle. Sehr gut. So. Habe ich nicht irgendwie... Warte mal, ich habe doch auch noch Sinelbeeren, ne? 18 Stück. 10 KP. Komm. Noch eine. So. Reicht. Und jetzt hier hoch. Sind wir schon gleich beim Arena-Leiter? Tatsache, wir sind schon gleich beim Arena-Leiter. Lieber noch nicht. Ich meine, hier gibt es noch irgendwo bestimmt noch Trainer. Ja, irgendwo gibt es auch noch Trainer, gegen die ich kämpfen kann. Oder? Aber wenn das jetzt schon gewesen wäre, dann sind wir ja schon gut nach 10 Minuten hier durch. Ja. Runter. Zack! Auch runter. Da auch noch ein. Da kann man sich schön gemütlich machen, ne? Hier geht's einmal rum. Da kann man auch noch mal rum. Oh, wusste ich gar nicht. Hier direkt. Guck mal.
Ach, das ist ja der andere. Ah, okay. Na gut, dann haben wir. Ja, hätten wir eigentlich nicht die Pause machen müssen. Doch hier lang geht's. Guck mal, hier war ich doch noch gar nicht. Bisschen höher. Zack. Wir müssen hier schön klettern. Ich habe das ja auch mal. Ach nee, hier geht's gar nicht weiter. It's a trap! Eine Falle! Ja, dann sind wir wirklich schon beim Arena-Leiter. Schade drum eigentlich. Ja. Das hier, dieses Klettern hier, das Klettern, das habe ich ja früher mal gemacht. Ja. Ist das nicht auch Bouldern? Heißt das nicht Bouldern? Ja. Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin alter Mann, so. Ich kenne das nicht. Ich bin nicht so diese neumodischen Kinder. Nichts gegen die neumodischen Kinder, nein. Gesagt. Ich nenne es einfach Klettern. Ja. Das typische Klettergerüst, sondern so eine Kletterwand. Ne? Also. Ja, gut. Dann war er halt der letzte Trainer. Oh, meine Güte. Diese Perspektive. So. Dann geht's jetzt wohl ab Richtung Arenaleiter, Freunde. Der zweite Orden steht jetzt erst an und unsere Pokémon sind schon Level 30. Ne? Maximum. Das muss man mal so sagen. Die anderen waren so 25, 20 Mal, ne? Und so. Ihr wisst schon, wie ich das meine. So, auf geht's. Ich habe dich schon erwartet. Also jetzt nicht dich im Speziellen, aber eben einen würdigen Herausforderer. Mein Hals, meine Arme und meine Beine habe ich ausgestreckt nach jemandem wie dir. Du hast alle die Steilwände bezwungen. Du hast die Steilwände bezwungen. Das allein ist bereits eine große Leistung. Ich werde also mit meinem langen Hals sowie mit meinen langen Armen und Beinen kämpfen. Nun ja, beim Klettern sind lange Arme und Beine sicherlich vom Vorteil, aber beim Pokémon-Kampf? Wir werden es gleich sehen. Erstmal schön noch knack-knack. Lino. Orden Nummer 2. Oh. Dann wollen wir mal. Könnte auch schief gehen. Oh. 3 Level Abstand. 2 Level Abstand. Dann wollen wir mal. Jawoll. Oh, das kann lange dauern. Das kann lange dauern. Oder es wird kritisch. Nun gut. Dankeschön, Beulenhelm und Rückstoß. Ja, dann müssen wir ein bisschen riskieren, ne? Geht nicht anders. Muss Lutexo ran. So. Alboras. Na komm. Mal schauen, was das jetzt wird. Interessant. Aquarelle. Normal effektiv. Aber knallt rein. Die Initiative sinkt. Trotzdem noch schneller? Nee. Also Ampizell ja. Aber ich wusste nicht, dass es so einfach wird mit dem zweiten Orden. Pikachu 28. Nice. Orden Nummer 2. Sehr schön. Manchmal kann man sich noch so sehr strecken, doch sein Ziel erreicht man trotzdem nicht. Wichtig ist, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Man darf nie aufgeben, egal wie steil die Wand oder wie stark der Gegner auch sein mag. Das ist mir bewusst geworden, als ich dich und dein Team in Aktion gesehen habe. Ihr wollt hoch hinaus und ihr könnt es schaffen. Dafür möchte ich dir den Wahlorden verleihen. Ja. Und den Wahlorden, den sehen wir jetzt gleich oben eingeblendet, wenn das Programm will. Oh, jetzt. Wumm, da ist er. So, Wadi erhält von Lino den Wallorden. Mit dem Wallorden gehorchen dir ab jetzt alle Pokémon bis Level 40 sogar per Tausch erhaltene. Oh, und das ist auch noch für dich. Guck mal, ich krieg Felsgrab. Das kann jetzt entsprechend auch mal Kanowil mal lernen. Mit ihr kann ein Pokémon Felsen auf den Gegner werfen und ihm damit nur Schaden, nicht nur Schaden zufügen, sondern auch seine Bewegungsfreiheit einschränken und seine Initiative senken.
bist jetzt ein wahrer Meisterkletterer. Keine Felswand kann dich stoppen. Doch was bringen dir lange Arme und Beine bzw. deine Fähigkeiten in anderen Bereichen des Lebens? Das ist jetzt die Frage. Du musst dir zusammen mit deinen Pokémon überlegen, wie du ihre Talente fördern kannst, damit ihr immer gemeinsam lächeln könnt. Ja. So, ich bringe mal jetzt aber mal den besiegten Ganoville das mal bei. Ja, Felsgrab. So. Natürlich machen wir erstmal Sandgrab weg. Dann bringen wir es Zertrümmerer bei und dann ist auch erstmal die Itemsperre weg. Zertrümmerer ist ja hier eine TM. Oh, kannst nicht lernen. Kannst nicht lernen? Aber ein Pokémon kann Stärke lernen. Das, was ich erwartet habe. So. Was erwartet man? So. Dann lernt es noch Zertrümmerer. Das kann es ja auch noch verlernen. Um uns endlich ja mal hier die zertrümmerten Steine hier uns mal holen. Ne? Die Zertrümmerersteine. So. Damit haben wir das zumindest erledigt und können jetzt endlich hier raus. Oh, einmal klettern müssen wir noch. Schön runterklettern. Jetzt können wir schön runtersliden. Zack. So. Damit haben wir Orden Nummer 2 schon uns mal geangelt. Jetzt geht's erstmal in Richtung Pokémon Center. Warte mal, hier gingst du auch runter, ne? Zack. So. Wollen wir mal heilen. Ja, haben wir einen zweiten Orden geschafft. Aber wir können jetzt noch ein bisschen mehr machen. So. Da will ich nämlich gleich auch nochmal hin. Denn ihr wisst, was ich meine. Deswegen. So. Erstmal will ich mal ein paar Zertrümmerersteine hier weghauen. Hier gibt es ja also einige. Nein. So. Ja. Wumm. Oh, ein Pokémon. Guck mal. Was ist es? Ach, guck mal. Ein Litomit. Oder ein Lithomit. Haben wir es eigentlich schon? Nee, haben wir nicht. Können wir ja fangen. Auch wenn es, sagen wir mal, fast 10 Level schwächer ist. Felswurf. Ah. Ach ja. 4-mal, glaube ich, ne? Oder 5-mal? Ja, guck mal, 5-mal. Ich hasse diese Attacke. Egal, wird jetzt Pokémon, Pokémon. Pokéball genutzt. Wird jetzt gefangen. So, komm her. Damit wir dich auch mal besitzen. Wow. Also so einer bist du, Litomit. Ne, erstmal 5-mal Felswurf machen und dann hier, ne? Sagen, nö, Pokéball will ich nicht. So, zweiter Versuch. 3 Versuche. Ja, von mir aus auch. In der Zwischenzeit könnten wir auch was anderes machen. Ich ganz ehrlich. Hier mal getroffen. Weißt was? Ich knall denn einfach noch eine. So, selber schuld. So. Ah, Bedifas 25, guck mal. Ja. Bin ein bisschen enttäuscht, aber egal. So. Okay. Haben wir noch hier einen Zertrümmererstein? Da haben wir tatsächlich noch einen. So. Ich weiß nicht, könnten da auch Items drunter sein? Ist doch meistens so. Ist nichts, oder? Hier haben wir nochmal einen Zertrümmererstein. Ne? Vielleicht haben wir hier, ne? Items. Vielleicht. Oder auch Pokémon, man weiß es nicht genau. Ja. Ja, da haben wir wieder ein Pokémon. So. Hello again, Litomit. Nice to Litomit you. So. Was können wir jetzt mal machen? Ich hab's noch nicht. Ja, Zertrümmerer kann's ja nicht. So, dann machen wir mal Lehmschelle. Okay.
Finte. Naja, bei einem Unlicht-Pokémon Finte einzusetzen, das ist jetzt nicht geradewegs schlau, ne? Um das mal kurz zu erwähnen. So. Hier ist kein... Oh, noch ein Zertrümmererstein. Vielleicht ist da drunter jetzt ein Pokémon, wer weiß. Nein. Aber hier sind auch keine Items, ne? Oh, doch! Oh, oh! Ah, da. Oh, eine Perle! Cool! Ja, ist ein wertvolles Item. Ja, mehr haben wir hier nicht, ne? Ah, hier haben wir noch einen Zertrümmererstein. Er ist auch wertvoll. Da kann ja Lithomid drunter sein. Ich hatte ja eigentlich gehofft, ich weiß nicht, sind auch Potrots möglich? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich habe da keine Ahnung, aber wir sehen ja hier Lithomid. Das ist ja auch schön, wenn sich's fangen lässt. Das ist jetzt männlich. Vielleicht lassen sich männliche mehr fangen. Immer mal ein bisschen Gewissheit. Klatschen wir es mal eine. Oh. Panzerschutz. Ja, da steigt jetzt die Verteidigung. So, probieren wir es nochmal. Zwei Pokebälle. Eins. Zwei. Drei. Guck mal, das lässt sich fangen. Das ist doch schön. Das ist schön. Es lässt sich fangen. So, 139 XP. Gutexo dafür Level 29. So, dann haben wir einen neuen Pokédex-Eintrag. Lithomid, ein Steinhaus-Pokémon, Typ Käfergestein, 0,3 Meter groß, 14,5 Kilo schwer, hüllt sich einen brauchbaren Stein aus, um darin zu wohnen. Geht er zu Bruch, ruht es nicht, und bis es einen neuen findet. Every day I'm finding. Ja, so. Kann jetzt eigentlich auch Itemradar wegpacken. So. Gut, nochmal ins Pokémon Center und dann gehen wir zu einer Höhle, wo wir auch schon mal drin waren. Damit ich jetzt nicht... Oh, auch eine schöne Perspektive. So, das ist so die Ego-Perspektive, die wir so sehen. Ne? Das finde ich auch cool, dass man das hier so direkt so vor der Nase von Schwester Joy... Das finde ich ja auch ziemlich cool. Ne? Ihr habt ja jetzt wahrscheinlich auch öfters jetzt in den Folgen bemerkt, so von links, von rechts und so weiter und so fort, ne? In welchen Positionen, dass man immer sehen kann. So, jetzt mal den Inline einmal da hochkommen. So. Ah. Und halt! Da müssen wir rein. Ja, das ist nämlich die Geolink-Höhle. Und wir haben ja einmal jetzt ja Stärke bekommen. Und wir haben ja ein vor allem fähiges Pokémon. Iros! Sehr schöne Attacke. Meine... I don't know. Erlernbar. Oh, guck mal, wer es noch lernen kann. Ja, aber da Tingis wird es lernen. Es ist ja ein Vogel-Pokémon. Und Feuer-Pokémon, aber... Für mich eher mehr Vogel-Pokémon. Klingensturm kann weg. Ich finde es ja auch schade und traurig, dass Klingensturm ja nicht eine Flugattacke ist, ne? So. Ich komme hier nicht raus. Das ist nur alles deine Schuld. Entschuldige, aus mir sprach die Frustration. Hier als kleine Wiedergutmachung. Der 21 Frustration. Toll. Ja. Ja, je weniger ein Pokémon seinen Trainer mag, desto stärker wird die Attacke Frustration. Bei der VM-Attacke Stärke kommt man es eben auf die perfekte Harmonie zwischen Pokémon und Trainer an. Ja. Ich habe den Weg nun frei gemacht. Und jetzt? Krieg ich einen Orden? Habe ich ja schon. So. Aber kein Pokémon kommt, ne? Komisch. Naja, mehr wollte ich eigentlich auch nicht machen. Deswegen geht es jetzt mal ein bisschen weiter. Es geht, ja, sagen wir noch nicht so richtig weiter. Wir bleiben mal kurz mal hier an der Brücke stehen. Denn ich würde einen Cut machen. Ich weiß, das war jetzt so ein bisschen komisch, wie ich das jetzt hier so eingeplant habe und alles, aber das ist für heute die Folge gewesen. Neuer Orden ist dazugekommen, neue Attacken für Pokémon. Ein Fahrrad, was wir schon in der vorherigen Folge hatten.
Naja, aber was soll's. Dankeschön fürs Zuschauen. Abonniert diesen Kanal, der Archotv Games. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder montags und freitags um 18 Uhr auf diesem YouTube-Kanal. Und natürlich auch auf derchotv.de. Und ja, da gibt's alles. So, bis dahin. Tschüss.